Drogenabsturz. Oh, es gibt doch einen Drogenabsturz. Durch die tanzenden Flammen hindurch siehst du etwas auf dem Altar liegen. Das war jetzt wieder eine Falle, hä? Ah, er ist durch die Flammenwand gelatscht. Okay. What can I do? Happily. Absolutely. Okay. What do you need? Good thinking. Das muss man einfach nur schnell erledigen. Auf dem Altar vor dir liegt eine mit Stacheln versehene Hammer und der Schädel ist gestanden vom Alter gelb verfärbt. Den Altar untersuchen. Der aus uraltem Stein gemeißelte Altar hat schon bessere Tage gesehen. Wenn man bedenkt, wo du ihn gefunden hast, muss man zugeben, er ist ziemlich sauber. Aber am Fundament zeigen sich Risse und die Hände aus Metall an den Ecken neigen sich nach rechts. Den Schädel untersuchen. Der Schädel stammt von einem Gestandenen und ist eindeutig uralt. Mit der Zeit ist er spröde und brüchig geworden. In seine Stirn ist ein merkwürdiger Stein eingebettet. Der Zweck dieses Steins erschließt sich nicht sofort. Den Hammer untersuchen. Der Hammer ist mit tiefen Furchen und Rostflecken übersät. Sein beachtliches Gewicht und der feine Stahlkopf lassen darauf schließen, dass der Hammer einst eine hochwertige Kriegswaffe gewesen ist. Doch seine besten Tage hat er zweifellos hinter sich. Den Schädel aufheben, den Hammer vom Altar nehmen. Die Tür geht zu. Du nimmst vorsichtig den Hammer, du testest sein Gewicht und bemerkst, dass er überraschend gut ausbalanciert ist. Ja, das letzte Wort. Mit einem lauten Knall, der den Boden zum Erzittern bringt, fällt die große Steintür hinter dir ins Schloss. Durch Löcher hoch oben in den Wänden strömt Sand in den Raum hinein. Ja. Sand dringt in den Raum ein, sammelt sich zu deinen Füßen und steigt rasch höher und höher. Der einzige Fluchtweg ist die steile Tür hinter dir und sie ist fest verschlossen. Versuch, die Tür zu öffnen. Edda greift nach der Türkante und zieht. Die Tür öffnet sich wenige Zentimeter. Ja, kräftiger schieben, die Tür loslassen. Versuchen, einen Zauber zu wirken. Nehmen wir Todesring. Der Sand reicht dir schon über die Knie, als Alof einen Zauberspruch wirkt. Alof bildet den Zauberspruch, der die Tür zersetzen soll, und schleudert ihn gegen den Stein. Der Zauberspruch kracht gegen die Tür und umgibt sie mit einem Zersetzen dieser Flüssigkeit, doch das ruft nur leichte Schäden an der Tür hervor. Eine Granate gegen die Tür schleudern. Der Sand reicht dir schon bis zur Brust, während du noch immer hastig darum bemühst, die Bombe scharf zu machen. Die Granate trifft auf die Tür, explodiert in einer Wolke aus Rauch und Feuer. Du hast einen Gegenstand verloren. Granate. Mit einem lauten Krachen bilden sich Risse in der Tür. Die Tür ist massig beschädigt, jedoch nicht zerstört. Dann nochmal eine Granate. Ja. Die Tür zerfällt und hinter uns ist nichts mehr. Okay. Was wäre passiert, wenn wir den Schädel genommen hätten? Ja, da war jetzt wieder der Drogenabsturz. Ah. So, Altar untersuchen, Schädel untersuchen, Hammer untersuchen, den Schädel aufheben.
Ja, Schädel. Ein großer manischer Schädel, in dessen Stirn ein kleiner Edelstein gibt. Du bewegst den Schädel und der Stein erzittert leicht in seiner Fassung. Ja, weggehen mal kurz. Gut, dann nehmen wir den Hammer auch noch. Ja, Edda stemmt die Tür auf. Kräftiger schieben. Ja, mit 16 Anschlägen schiebt Edda die Tür ein wenig weiter auf. Steht sie weit genug offen, dass der Rest der Gruppe sich durch die Lücke zwängen kann. Die Tür aufwuchten. Mit angestrengten Muskeln stellt sich Edda gegen die Tür. Der Sand steigt bis zu deinen Knien an. Ja, Edda hat sich die Schulter ausgekugelt. Nicht gut. Edda wurde verletzt, hat -3 Macht, was wir jetzt vergessen können. Zersetzt das Ding Alof. Ja, mach weiter, Alof. Alof versucht den Sand doch mit deinem Zauber zu... Doch, du nimmst deinen letzten Atemzug, steht dir das enttäuschende Gesicht der bleichen Ritterin in die Augen. Yay, wir sind erstickt. Okay. Tell me, Dann machen wir es eben nochmal. Den Schädel, den Hammer aufheben, Dialog beenden. Dann von Anfang an. Ja, okay, mit dem Zauber kommen wir nicht weit. Das heißt, wir versuchen es nochmal mit Aufstimmen. Um daraus zu entkommen. Ein interessanter Ort, echt, ey. Typisch alte Pyramide, ne? Ja, Schädel aufheben, Hammer aufheben. So. Edda wuchte auf. Kräftiger schieben. Fliehen. Teilerfolg. Edda die Gürgelangel darauf auf, dass die Gruppe entkommen kann. Nachdem die letzte Person die Züge gezinkt hat, versetzt Edda einen kräftigen Stoß und will durch sie durch. Oh, das Bein von Edda. Edda wurde verletzt, damit können wir aber leben. Of course. Die Türen sind durch den Sandberg versiegelt, selbst Luft entweicht nicht. So, dann können wir diesen Horrorort hier mal verlassen. Ich glaube, wir sind fertig. Nein. Bitte in einer Linie aufstellen. Bitte in einer Linie da drüben. Was zur Hölle macht ihr? Und das war eine Falle auf Alof und Seraphin.
Gut, aber wir sind hier drin fertig und können raus hier und zu unserem Schiff zurück. Verdammtes Höllenloch, ey. Ja, ich warte auf die Worldmap. Inselname. Oh. Sandiges Grab. So. Dann segeln wir mal um die Insel rum. Segeln hier oben einmal um die Insel rum, erst nach Todeslicht, dann hier weiter. Und ja, dann gucke ich mal. So, wir rasten hier aber erst einmal. Gestanden im Fleisch. Nein. Kappa-Blatt? Nö. Ja, Matrosenbrei, das wäre nicht schlecht. Reis. Verbotene Fleischpastete. Na komm, nach der Aktion kriegt jeder mal einen Matrosenbrei hier. Ich könnte natürlich noch mehr Matrosenbrei machen, oder? Oh, kann ich nicht. Dafür bräuchte ich nämlich noch Bier. Hoher Nährwert, wenig Geschmack, hilft wohl sowohl gegen Hunger als auch bei Kater, okay. Ja, Insel Krummsporn, da waren wir auch noch nicht. Ruin von Arimans Quartier, ja. Sayuka. Warum auch immer wir Sayuka jetzt kennen. Wo ist denn das bitte? Ach, da oben. Ach ja, und nach Port Maie wollte ich ja auch noch einmal. Da ist die Botenwacht, da ist die Kawara. Otari Kosi, Krummsporn. Ja, das Große sind halt Hauptstädte. Beziehungsweise... große Städte. Hauptstadt gibt es nur eine, das ist nämlich Nekataka. Ja, besondere Orte. Blaue sind unabhängig. Das sind Dämmerungssterne. KTG ist Königliche Todesfeuergesellschaft. VHG ist Valianische Handelsgesellschaft. Sklavenhändler. Ist der da und so weiter. Schiff vor Anker und da sind wir. Ja. Das heißt, nach unserem kleinen Ausflug in die von Sand verschluckten Ruinen können wir weiter segeln.
und unser sandiges Grab hinter uns bringen. Kein Gesang heute für uns.